Explosion der Farben in Versailles. In dem berühmten Spiegelsaal des Schlosses pflanzt ein Star der Pop-Art-Kunst einen Riesenstrauß aus Plastikbonbons. Nach Jeff Koons zeigt der Japaner Takashi Murakami seine Werke am Sitz des Sonnenkönigs. Versailles verdient das Beste und Größte. Versailles ist ein Ort für das Exzellente, ein Ort der Freude, und ich glaube, dass Murakami all diese Gefühle auslöst. Murakamis Arbeiten wirken fröhlich und verspielt. Doch wenn man genauer hinsieht, entdeckt man die schwarze Seite seiner Werke. Er kritisiert die japanische Gesellschaft als konsumsüchtig. Zeitgenössische Kunst ist nicht jedermanns Sache. Murakamis Werke ziehen den Zorn von Traditionalisten auf sich. Sie lehnen Ausstellungen dieser Art im ehrwürdigen Schloss von Versailles ab. Das hinterlässt beim Künstler jedoch keinen Eindruck. Es geht nicht darum, hier einen Bückling zu machen oder mich so zu verhalten, dass ich gefalle. Es geht hier um eine Art der Konfrontation zwischen dem Alten und dem Neuen. Darauf konzentriere ich mich bei diesem Projekt. Keine Bücklinge, aber auch keine Provokationen. Miss Ko bringt Sexappeal in die königlichen Gemächer, doch die offenen erotischen Werke von Murakami sucht man vergeblich. Versailles wird von vielen Familien besucht. Vielleicht hat sich der Künstler doch etwas Selbstzensur auferlegt. Es soll nicht schockiert werden, um des Schockierens willen. Der Künstler hat von sich aus bestimmte Werke nicht ausstellen wollen, aus Rücksicht auf junge Menschen oder auf Menschen, die bei diesem Thema empfindlich sind. Wichtige Werke Murakamis fehlen, doch in Versailles sind auch Arbeiten zu sehen, die er eigens für diese Schau kreiert hat. Dazu zählen dieser üppige Teppichboden und im Schlosspark von Versailles dieser monumentale Goldene Buddha. Murakami in Versailles. 22 Werke des japanischen Künstlers sind noch bis zum 12. Dezember zu sehen.